Dieses Produkt kann keine Kleinteile enthalten, die Sie dann nicht verschlucken können. Wir entschuldigen uns für die Verspätung des Neujahrsvideos, da es dieses Jahr leider ein paar Komplikationen gab. Zum Beispiel bin ich, der zweitjüngste aus der Familie, nun gerade nach Jena gegangen, um dort zu studieren. Und unsere Jüngste, unsere Hauptdarstellerin sozusagen, ist nun in Neuseeland und probiert dort neue Sitten und Kulturen aus. Und der Rest unserer Familie kreist um Berlin und Bestensee herum. Deshalb ist es mit der Logistik dieses Jahr ein wenig schwer geworden. Ich hoffe, dass Sie das verstehen können. Warum wollen Sie an dieser Produktion teilnehmen? Das Jahr ist fast vorbei und es gibt keine Aufwandsentschädigung. Mein Name ist Michael Marker und ich bewerbe mich um die Teilnahme an der Neujahrsansprache, weil ich die ältesten Rechte habe. Ich bewerbe mich, weil ich das gut kann. Ja, hi, ich bin Nele und ich bewerbe mich für die Neujahrsansprache 2017. Ich bin auf jeden Fall die Nummer 1 Besetzung. Wählt für mich. Dann könnt ihr teilhaben an meinen super tollen Erkenntnissen aus 2016, die ich als gute Vorsätze mitnehme nach 2017. Die da zum Beispiel wären, mich noch härter im Arbeitsleben zu engagieren, der Deutschland GmbH ein noch besserer Arbeitnehmer zu werden. Da hatte ich in den letzten Jahren so ein bisschen schleifen lassen, mich immer mehr auf Beziehungen konzentriert, ja. Denn sogar freitags frei genommen und also in jeden Freitag, ja, wirklich nur noch eine 32-Stunden-Woche. Und ja, das glaube ich ist ein ganz falscher Weg, vor dem ich jetzt abkommen werde. Und da habe ich echt ein paar gute, ja, wie gesagt, Vorsätze gefunden. Und ja, vielleicht kann ich die mit einbringen und euch ein bisschen teilhaben lassen. Und ja, dann fangen wir doch einfach mal an mit der Fragerunde. Hey, hey, ich bin der Friedrich Janoschke-Merkmarker und ich bin der Coolste aus meiner Familie und das wissen auch alle. Ich habe auch fast die längsten Haare von uns, also steht eigentlich fest, dass meine Bewerbung in diesem Neujahrsvideo schon überflüssig ist, weil ich absolut drin bin. Hallo, mein Name ist Heide Sascha Tamara Kosma-Marker und hiermit bewerbe ich mich für das Mitwirken in dem diesjährigen Neujahrsvideo. Als Voraussetzung für die Teilnahme beantworten Sie bitte folgende Fragen. Wie alt sind Sie eigentlich? Ich bin 1958 geboren. Könnten Sie selber mal... Wie alt? Ich bin eine Frau. Ich bin gerade 18 Jahre alt, werde aber in wenigen Tagen 19. Sind Sie WG geeignet? WG geeignet? Was spielt denn das jetzt für eine Rolle für das Casting? Ja, nein. WG geeignet bin ich. Bestimmt. Unter meinen Voraussetzungen. Also ich bin definitiv WG geeignet. Habe ich schon öfter ausprobiert. Das Problem waren jetzt immer die anderen. Ja, bin ich WG geeignet? Natürlich bin ich WG geeignet. Ich wohne auch gerade in einer WG mit einer guten Freundin. Allerdings hat sie sich schon mehrfach beschwert über die Unordnung.
Das ist aber kein Problem, weil ich ja immer den Abwasch mache und die Wäsche wasche. Nehmen Sie Drogen? Drogen? Im Tausch, per Post oder per Einschreiben? Wieso? Hast du was da? Gibt Omi Opi Opium, bringt Opium den Opium. Nein. Wo der Rauch herkommt? Weiß ich nicht. Sprechen Sie Fremdsprachen? Fremdsprachen? Überprüfen Sie das? Nein? Dann ja. Ich verstehe vegan, Mann und lerne gerade Politik. Fremdsprachen? Ja, also ich spreche Mambaisch. Ziemlich gut. Ja, also ich meine, manchmal verstehen wir uns nicht, aber das liegt jetzt nicht an den Sprachkenntnissen, sondern das sind eher dann so zwischenmenschliche. Fremdsprache. Oui, oui. Je suis une baguette de fromage. Ah, tu l'as fait. Oui, oui. Poubelle. De, avec boucan. Si, Fromage. Fromage, Fromage, Fromage. Fremdsprachen? Si. Leben Sie vegan oder zumindest vegetarisch? Also ich esse vegan und vegetarisch und Fleisch esse ich auch. Meinen Sie das? Überwiegend vegetarisch. Vegan, also bis jetzt schon. Allerdings finde ich das einfach nicht mehr unterstützenswert. Nachdem ich ja, wie gesagt, meine Einstellung geändert habe, denke ich nun, dass zu viel Nachdenken und zu viel Hinterfragen einfach dem System auch schadet, ja. Dass es einfach in eine ganz falsche Richtung geht, die dem wirtschaftlichen System, so wie wir es heute kennen, einfach nicht gerecht wird. Und deshalb werde ich von dem Weg wahrscheinlich doch eher wieder abkommen. Vegan ist doch das, wo man nur Sachen isst, die von der Farm runtergefallen sind, oder? Sowas wie Leberwurst und Erdbeerkäse, sowas, ne? Ja, ich bin Veganer. Vegan oder vegetarisch? Ich mag Fleisch, aber ich finde auch die veganen und vegetarischen Gerichte sehr, sehr schmackhaft. Sind Sie unordentlich? Unordentlich. Ja, das ja. Nein, ich bin sehr ordentlich. Naja, also nur jetzt. Außerhalb von mir selbst. Innerlich bin ich die aufgeräumteste Person überhaupt und da könnt ihr jeden fragen. Unordentlich bin ich eigentlich auch nicht. Ich halte meinen Raum generell immer sehr sauber. Ich lasse da eigentlich wirklich überhaupt nichts zu mir reinkommen und außer oben, da räume ich nicht so gut auf. Unordentlich. Nein, ich habe immer alles parat und an dem Platz, wo es hingehört. Ich muss nur gerade mal meine Sonnenbrille suchen. Sind Sie pingelig? Pingelig. Ja, also mit Selbsteinschätzung ist ja immer so eine Sache. Ja, außer wenn ich kiffe. Nee, bin ich gar nicht. Ich habe so Prinzipien und das finde ich ist jetzt nicht pingelig. Zum Beispiel, wenn man einen Untenlappen hat und einen Obenlappen, dann hat das ja auch einen bestimmten Sinn. Und wenn der dann nicht
beachtet wird von anderen Menschen, ja, und dann auch nur so blöde Ausreden kommen, dann kann ich das einfach nicht akzeptieren, weil es gibt nun mal einen Obenlappen und es gibt einen Untenlappen, genauso wie es ein Fußhandtuch gibt und es gibt ein Handtuch. Da gibt es übrigens auch einen ganz schönen Clip von Anke Engel. Pingelig bin ich eigentlich gar nicht. Ich kann mich gut, ich kann das gut zurückstellen. Schön, dann Haar. Ich brauche auch nicht immer alles total ordentlich zu haben. Ich kann eigentlich immer ganz gut damit leben, wie es gerade so um mich rum ist. Ich muss da auch nichts dran verändern. Nein, so geht's. Pingelig bin ich nicht. Spielen Sie ein Musikinstrument? Zählt dazu... Nein. Instrumente? Tja, das ist nur etwas für diese langhaarigen Hippies. Ich für meinen Teil mache etwas Richtiges. Ich studiere. Ich brauche keine Musik. Das wäre noch schöner, wenn ich Klavier spielen würde oder Gitarre. Oder stell dich mal vor, ich würde jetzt noch singen. Zünden Sie sich weiße mit Pflanzenhäckseln gefüllte Papierröllchen an und inhalieren deren Rauch? Spielt das für die Auswahl eine Rolle? Also augenblicklich nicht. Ja, deshalb. Nee, würde ich jetzt gar nicht mehr nehmen. Oder, also ich weiß nicht, also wenn ihr da noch an irgendwas rankommt, könnt ihr mir ja mal Bescheid sagen, nur jetzt für einen Kumpel, der da so auf Abwägen, nicht für mich. Also wie gesagt, ich bin da vollkommen vom Weg. Ja, ich bin Raucher, denn ich bin für mich selber zu dem Schluss gekommen, dass es einfach viel cooler aussieht, wenn man so mit der Fluppe im Mund an der Ecke steht und einen raucht, sich so mit seinen Kumpels unterhält. Ich meine, ich weiß auch gar nicht, was immer alle so schlimm daran finden. Ich meine, Rauchen an sich, ja okay, ist ein bisschen verpönt, aber naja, sonst gibt es ja eigentlich keine Nachteile. Ja, also Rauchen, ist ja jetzt nur die Altersvorsorge. Da, damit ich eben die Rente jetzt nicht mehr erleben muss, ja, sehe ich das so ein bisschen als Vorsorgemaßnahme. Nein. Wo der Rauch herkommt, weiß ich nicht. Tragen Sie Schmuck? Der schönste Schmuck des Mannes soll ja die Frau sein, also nein. Schmuck. Schmuck? Ja. Schmuck? Ja. Trage ich schon, aber werde ich dann auch rausnehmen. Noch sind ja Piercings und sowas, ist ja noch nicht so ganz angesehen in der kapitalistischen Gesellschaft und da werde ich mich dann auch jetzt demnächst anpassen und meine Piercings eben rausnehmen. Schmuck, ich, warum sollte man denn Schmuck tragen? Ich trage nie Schmuck. Schmuck. Nee. Haben Sie Haustiere? Also wissentlich ein Holzwurm im Rollschrank. Die anderen sind wahrscheinlich kleiner. Ich habe einen Autohund. Ja, ich habe hier meine Mamsi. Meine treue Begleiterin der letzten Jahre. Allerdings ist es mit Haustieren auch so eine Sache, dass man sich dann auch immer fragt, Mensch,
Jetzt ist Mama die ganze Zeit allein zu Hause, wenn ich arbeiten gehe. Vielleicht gehe ich erstmal irgendwie nicht mehr arbeiten oder so und bin lieber bei dem Hund, lebt ja auch nicht mehr so lange. Deshalb will ich da auch so ein bisschen weg von kommen. Haustiere selber habe ich nicht, aber meine Mitbewohnerin sagt mir immer, dass ich aussehe und rieche und mich so benehme wie ein Hund. Hat sie irgendwas gegen mich? Zurzeit habe ich keine Haustiere, aber zu Hause warten zwei kleine Katzen auf mich. Sind sie geschminkt? Das sage ich nicht. Geschminkt? Nein. Geschminkt? Nein, ich bin nicht geschminkt. Alles ganz natürlich bei mir. Schminke? Nein, Schminke ist nichts für mich. Das, ich bin nicht so eitel. Ist mir eigentlich auch egal, wie ich aussehe. Jenny! Komm sofort her! Ich hab dir doch gesagt, du sollst meine Haare richtig zusammen... Das ist nicht für euch. Sind sie talentiert? Talentiert? Also ich hab's noch nicht entdeckt, das heißt ja nicht, dass ich keins habe. Ich kann kochen. Habe ich Talente? Also mein Freund sagt da immer irgendwas. Fragen wir ihn doch einfach mal. Du Schatz! Oh, ey, du hast ein Talent, Alter, echt in kurzer Zeit alles voll zu Müll, ey. Definitiv nein. Ja, ja, ich habe viele Talente. Das wäre unter anderem... Ja, ich kann... Ich kann rauchen. Ein Talent habe ich. Ich kann Sachen mit meinem Fuß aufheben. Wenn das als Talent gilt. Aber ich finde es ziemlich praktisch. Ob ich talentiert bin? Singen oder tanzen Sie? Das sage ich nicht. Vorsätzlich. Singen und tanzen halte ich jetzt auch für so Sachen, die eben Spaß machen, bewusstseinserweiternd dann auch wirken können, denke ich, für meinen weiteren Werdegang eben auch nicht zielführend. Und deshalb, ja, ist ja so, ja, man tanzt dann mit anderen und denkt sich, wow, geil, scheiße, könnte man auch die ganze Nacht durchtanzen, macht dann noch und dann kommt man unausgeruht auf Arbeit an, ja. Kann nicht sein, das kann nicht sein, aber man ist dann so in diesem Schumm von Lustigkeit und Glückseligkeit. Und es ist ja nicht nur das, ja, nicht nur, dass man dann am nächsten Tag die Arbeit nicht gut hinbekommt, ist ja dann auch, dass man sich dann fragt, Mensch, das macht mir Spaß, da bin ich glücklich, warum nicht immer so, ja, und dann vielleicht sagt man sich dann, nee, so wie ich dann, Arbeitszeitverkürzung im letzten Jahr. Nun ja, tanzen kann ich ganz gut, denke ich. Ich habe ein bisschen in der Tanzschule gearbeitet, singen eher weniger, aber kann ich auch machen, wenn es sein muss. Oh. Oh.
Mamba. Fein, siehst du. Fein, siehst du. Du bist so süß. Au. Fein. Au. Fein. Sie ist so fein. Was ist da los, ne? Treiben Sie Sport? Na klar. Sind Sie freundlich? Wenn man so überfreundlich ist, dass man aus dem Türe aufhalten gar nicht mehr herauskommt und eine Person nach der anderen durchgeht und man aber nie selber durchgeht. Hatten Sie Schönheitsoperationen? Ja. Schönheitsoperationen? Ja. Hier, und hinten die Weisheitszähne sind rausgenommen. Wie, was? Schönheits-OP? Ich dachte, das erfährt niemand. Oh, das wird hier immer Ach so. Nee, ich habe keine Schönheits-OP gehabt. Meine Nase sah schon immer so aus. Ob ich Schönheits-OPs habe? Nein. Brauche ich welche? Lesen Sie bitte den Ihnen vorliegenden Satz laut vor. Herr von Hagen, darf ich's wagen, Sie zu fragen, wie viel Kragen Sie getragen in den Tagen, als Sie lagen krank am Magen in der Hauptstadt Kopenhagen? Herr von Hagen, darf ich's wagen, Sie zu fragen, wie viel Kragen Sie getragen, als Sie lagen krank am Magen in der Hauptstadt Kopenhagen? Auf dem Charlottenburger Türmchen sitzt ein Würmchen mit einem Schirmchen, kommt ein Stürmchen, reißt das Würmchen mit dem Schirmchen vom Charlottenburger Türmchen. Der Whisky-Mixer mixt Whisky-Whisky-Mix, der Whisky-Mixer, wenn er Whisky mixt, ich kann ihn. Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen. Die Katze tritt die Treppe krumm. Der Koch roch auch in der Nacht noch nach Knoblauch. Kommen wir zur Auswertung. Sie haben alle die Mindestpunktzahl nicht erreicht, aber wir haben keine anderen Freiwilligen. Naja, ich kann mir die Sicht da nicht so gut merken. Zahlen, Fakten, so ein Kram und Worte, aber sonst, ja. Jedes Jahr entschuldige ich mich bei denen, denen ich nicht zum Geburtstag gratuliert habe. Rituale soll man pflegen, kann man jetzt so oder so sehen. Ich wünsche euch allen ein gesundes und frohes neues Jahr. Ich grüße hiermit die ganze Familie und Freunde und wünsche allen ein schönes neues Jahr 2017 und vor allem Gesundheit. Liebe Grüße für 2017. Ich hoffe, ihr seid alle schön reingerutscht. Sorry, dass ich ein bisschen müde bin, aber ich weiß gar nicht, es ist schon so spät, aber ich habe auf jeden Fall wenig geschlafen.
wollte jetzt aber nochmal meine Grüße für 2017 aufnehmen. Und mich fürs alte Jahr bedanken. Im alten Jahr hat mir gut gefallen, dass, also es erstmal vorweg, es war sehr hektisch und arbeitsreich. Und, oder was heißt arbeitsreich, aber dadurch, dass ich umgezogen bin nach Westensee, kam ein wesentlich längerer Fahrtweg jetzt dazu. Und dadurch ist wirklich wenig Zeit geblieben. Gott, ich würde so gern hier wohnen. Guck doch mal. Guck doch mal, wie schön das da draußen ist. Stell dir mal vor, wir hätten hier eine Wohnung mit Balkon oder so. Aber ja, ich bin sehr dankbar dafür, hier nach Westensee gezogen zu sein. Das gefällt mir hier wirklich total gut. Die Natur, die Wälder, hier ist gleich der Wald vor der Tür und ein See und das ist wirklich wunderschön und will ich auch gar nicht mehr missen. Genieße ich so oft es geht jeden Tag. Jetzt im Winter hatte ich es gar nicht mehr in der Arbeitswoche im Hellen gesehen, aber am Wochenende immer, ja, gerade jetzt beim Schnee, wunderschön. Dafür bin ich überaus dankbar für die viele Zeit mit Steffen oder die Zeit, die übrig geblieben ist, die wenige, die wir dann aber viel zusammen verbracht haben, dafür bin ich sehr dankbar. Und ja, schön fand ich auch, dass ich mir ja, durch das Yoga irgendwie unterbewusst so einen kleinen Tempel, Altar, jetzt gar nicht, wie man es nennt, errichtet habe, ganz unterbewusst, ja, das fand ich wirklich nett, den zeige ich euch nochmal, der dann vollendet wurde durch eine Holzschnitzerei von Mamba, welche mir Hanna geschickt hat, zu Weihnachten oder so, als Karte, ja, so vollendet, wo ich es dann erkannt habe, was es für mich ist, fand ich wirklich sehr zauberhaft. Ja, und 2017 habe ich ein total gutes Gefühl. Ich werde auf jeden Fall weiter den Weg gehen. Besser zu verstehen, wer ich bin und was so meine Aufgabe ist. Und ja, werde mich da oder werde aufpassen, mich da nicht beeinflussen zu lassen, wie es ja wirklich häufig geschieht durch System und Umfeld. Ja, genau, da werde ich einfach weitermachen. Da bin ich schon auf einem guten Weg und der mich auch wirklich immer mehr zu mir führt. Ja, das werde ich weitermachen und hoffe wirklich, dass ich mehr Zeit habe für meine wundervolle Familie, meine Freunde, meine Mamsi, meine Süße und Steffen, einfach mehr für die wichtigen Dinge. Und ja, werde mir die auch nehmen. Ja, und zuletzt nochmal ein Dankeschön an Hanna, bei der wir so schön reingefeiert haben, neben der ganzen Hektik von der Arbeit, so umrandet, waren wir bei ihr in treuen Brietzen und haben da zu dritt in ihrer treuen Brietzener Altstadt-Eckwohnung das kleine Feuerwerk betrachtet, was auch wirklich erst um Mitternacht losging. Das war wirklich wunderschön, haben ganz viele wunderschöne Gespräche geführt und dafür möchte ich mich auch bedanken. Ja, soweit. Euch allen ein gutes Jahr. Seid mir nicht böse, wenn ich den einen oder anderen vernachlässigt habe.
Es war wirklich ganz schön intensiv das letzte Jahr. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns. Ja, ich wünsche allen für das Jahr 2017, dass sie ihre Vorsätze hinbekommen, dass sie die Motivation dazu aufbringen, dass sie mit ganz viel Freude durch das Jahr gehen. Ich grüße meinen besten Freund Toni, meine kleine Schwester Heide, überhaupt meine ganze Familie und alle, die ich jetzt in Jena kennengelernt habe, und wünsche denen auch, dass sie ganz viel Motivation haben. Und ich hoffe, dass dieses Jahr super toll wird, dass wir viel Sonne haben und dass viel passieren wird, was uns alle super glücklich macht. Es spielten Pauline Hermine Föbe-Marie, Nele Linda Nina Kim, Friedrich Jango Huschke-Meck, Heide Sascha Tamara Kosma, Steffen, Mamba Bamba, Tom Selleck und Michael Marker. Alles gut, er sieht nicht. Ich sehe doch, was er aufnimmt. Was machst du denn? Soll ich aufnehmen? Nein, du sollst falsch, aber. Ja, wer fummelst du denn vorne rum? Was ist mit dem Blitz, Alter? Es gibt keinen Blitz. Achso. Haben wir gerade festgestellt, dreimal oder nicht? Oh yeah! Sind sie unordentlich? Was weiß ich, da hatte ich jetzt so eine super Antwort. Mit der Kamera weg. Oder vielleicht auch mal einfach mal mit Schuhen durchgelaufen wird, ja. Wir sehen das Making-of der Neujahrsansprache des Vorsitzenden des vierten Obergeschoss rechts. Und wenn man dann, also, oh Mann, jetzt wieder aus dem Faden gekommen. Also, nochmal hier kurz, was man wirklich, also hier wäre auch ein guter Platz jetzt für zum Beispiel ein Einkaufscenter oder so. Mit dem Obenlappen und dem Untenlappen und eventuell noch dem Tischlappen. Was hat denn die Scheiße jetzt? Sie sehen das Making-of der Neujahrsansprache 2017 des Vorsitzenden des Rechners. Ja, hi, ich bin Nele. Nee, falsch. Ja, hi, ich bin Nele. Ja, hi, ich bin Nele und ich bewerbe mich für die Neujahrsansprache
2017? Warum macht der immer so? Wenn du mal anfangen musst, Alter. Wer votet denn für dich, wenn du schon nicht so abhackst? Du kannst ja knicken. Hä? Moral, finde ich, gehört generell. Jetzt ist auch so ein Ding, was einfach Moral, Ethik, Empathie, soziales Denken, das sind alles so Dinge, die passen einfach nicht ins System. She wraps it in, 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 she wraps it in